Schon heute könnten wir mit herkömmlichen Autos komplett klimaneutral fahren. E-Fuel soll das möglich machen, das heißt Benzin, das mittels Elektrizität aus Wasser und CO2 gewonnen wird. Ist das die Lösung, um den Klimawandel aufzuhalten? Es gibt einen Haken. Klickt zum Science Fiction. Hier gibt es täglich spannende Science-Videos. Abonniert den Kanal, nur dann verpasst ihr nichts. Herzlich willkommen. Es könnte alles so einfach sein. Mittels Strom aus Wasser per Elektrolyse Wasserstoff gewinnen und CO2 aus der Atmosphäre filtern und fertig ist der klimaneutrale Treibstoff, wenn der Strom aus regenerativen Energien kommt. Und E-Fuels, also Electric Fuels, haben einen riesigen Vorteil. Es werden keine Ladesäulen benötigt, keine Elektroautos und die alten Fahrzeuge können weiter benutzt werden. Statt Millionen neue Elektrofahrzeuge zu verkaufen, ginge das ohne eine solche riesige Investition. Aber warum kann man diese Treibstoffe noch nicht kaufen und warum kommen sie in der Diskussion über den Klimawandel praktisch nicht vor? Im Gegenteil, nahezu alle Umweltschutzorganisationen verdammen sie. Es ist die Effizienz. Ein Elektroauto verbraucht je nach Größe etwa 15 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Schon bei mit Wasserstoff betriebenen Brennstoffzellenfahrzeugen sinkt die Effizienz deutlich. Der Wasserstoff muss erst per Elektrolyse, also mit elektrischem Strom, aus Wasser gewonnen werden. Das ist mit Verlusten behaftet. Ein Wasserstoffauto verbraucht deshalb das Doppelte eines Elektroautos, rund 30 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Und beim E-Fuel wird es nahezu desaströs. Bei der Produktion und im Motor entstehen Verluste, die den Verbrauch auf mehr als 100 Kilowattstunden schnellen lassen, das Siebenfache eines Elektroautos. Letztendlich Wahnsinn und der Grund für die große Ablehnung. Aber mit was sollen Flugzeuge und Schiffe angetrieben werden? Hier könnten Hybridantriebe mit E-Fuels die Lösung sein. Beim Flugzeug könnten mit E-Fuels angetriebene Düsen den Vortrieb beim Start leisten, wozu heute elektrisch angetriebene Düsen einfach nicht in der Lage wären. Während des Langstreckenfluges könnte das Flugzeug elektrisch auf Reisegeschwindigkeit gehalten werden. Die Luft ist dünn in der Reiseflughöhe und damit der Luftwiderstand gering. Und auch bei Schiffen könnte das die Lösung sein, bevor Batterien mit höherer Energiedichte zur Verfügung stehen. Und die großen Ölkonzerne arbeiten deshalb an der Produktion solcher Treibstoffe. Sie haben schließlich die Expertise für Brennstoffe. Shell hat gerade mit dem Bau einer Elektrolyseanlage in Nordrhein-Westfalen begonnen. Die Lufthansa hat in Schleswig-Holstein mit der Produktion von klimaneutralem Kerosin begonnen. Der Flughafen Rotterdam arbeitet an der Entwicklung einer Fabrik für E-Fuels. Und Audi hat sich mit Energieversorgern und Ölkonzernen zusammengetan, um E-Fuels zu produzieren. Allerdings bleibt die Kritik. Greenpeace hält den Weg generell für falsch. Allerdings gibt es eine Nische, die E-Fuels sehr interessant machen. Überschüssiger Strom. An einem windreichen Tag müssen zahlreiche Windkraftanlagen vom Netz genommen werden. Ihr Strom ist einfach zu viel und wird nicht gebraucht. An einem solchen Tag könnte diese Energie genutzt werden, um E-Fuels zu produzieren. Damit könnte überschüssiger Strom gespeichert werden und klimaneutral in Verbrennungsmotoren verbrannt werden. Roland Dittmeier ist Professor am Karlsruher Institut für Technologie, KIT. Er hatte die Idee für containergroße Produktionsanlagen. Sie können einfach neben Windräder gestellt werden und produzieren dann Treibstoff, wenn zu viel Wind weht. Sein Kollege Timo Böltgen baut sie mit seiner Firma Inneratec und man kann sie jetzt schon kaufen. Und das ist noch nicht alles. Noch mehr Infos zum Thema gibt es auf Klicksum Nature, dem neuen Kanal mit Videos zu Natur und Umwelt. Anklicken, da anschauen und auf jeden Fall abonnieren. Ich freue mich, mit euch dort etwas gegen den Klimawandel und für eine bessere Umwelt zu tun. Bis dann. Bleibt dran.